Hallo, ich bin Chantal, ich bin 35 Jahre alt und ich bin aus Dasing und ich kann seit meiner Kindheit tote Menschen sehen. Sie erzählt von Geistern der Kindheit. Ich weiß, dass es angefangen hat, als ich so um die 6 Jahre alt war und dass ich nachts schon immer in meinem Zimmer einfach Gesichter gesehen habe, die ich nicht zuordnen konnte. Und ich aus dem Grund auch immer in das Zimmer meiner Eltern gegangen bin, einfach aus Angst und weil ich jemanden brauchte, der mir irgendwie Schutz gegeben hat. Ich wusste noch nicht, ob es gut oder schlecht ist. Und das hat sich eigentlich jede Nacht immer wieder wiederholt. Ich denke, Kinder allgemein haben noch ein wesentlich feinfühligeres Gespür für alles Paranormale und Übernatürliche. Nicht jedes Kind sieht die Verstorbenen, aber sie nehmen sie im Raum wahr, sie fühlen sie, sie bekommen Botschaften. Viele Kinder berichten, wenn sie anfangen zu sprechen, von imaginären Freunden oder bei Babys hat man das Gefühl, sie lachen irgendwie an einem vorbei und schauen in eine Zimmerecke. Da sollte man nicht immer gleich immer alles abtun und sagen, das ist alles nur Schmarrn, was du da erzählst, das gibt's nicht. Sondern ich denke, das sollte man dem Kind genau zuhören, denn es kann schon sein, dass da was Echtes, Paranormales dahinter steckt und dass die Kinder einfach Dinge sehen, die wir Erwachsenen einfach nicht wahrnehmen können, weil wir einfach das schon ausblenden. Unser Gehirn blendet diese Dinge einfach aus, es filtert es raus, weil wir einfach so geprägt worden sind, dass es das nicht geben darf und dementsprechend nehmen wir sowas auch nicht mehr wahr. Das nächste Schlüsselerlebnis war dann tatsächlich mit 11. Das weiß ich noch, da war ich im Schlafzimmer meiner Eltern und draußen hat es gestürmt. Es war wirklich laut und windig. Ich drehte mich nach rechts und sah am Balkon von meinen Eltern einen Mann stehen mit einem schwarzen Regenmantel und einem kleinen Malteserhund. Und der hat geklopft und hat gesagt, lass mich rein, mir ist kalt. Und ich habe mich zu meiner Mutter nach links gedreht und habe dann gesagt, Mama, wir müssen den Mann reinlassen, der ist da draußen, der friert. Und sie wachte auf und guckt nach rechts und ich guck nach rechts und er war weg. Für mich ist es ein Talent und keine Gabe, die Gott gegeben ist, sondern etwas wie Tennis spielen oder Klavier spielen, wo jeder ein Grundtalent vielleicht hat. Das ist bei manchen mehr ausgeprägt und bei manchen weniger. Und man braucht eine gewisse Übung oder sich dem zu öffnen, damit es auch deutlicher wird. Und wir können das auch zum gewissen Grad blockieren, indem wir es nicht wahrnehmen wollen oder uns auf andere Dinge konzentrieren. Ich weiß, die ersten Jahre, also ab dem 6. Lebensjahr bis zu dem 11. Lebensjahr, die waren furchtbar. Also ich habe jede Nacht Todesängste gehabt, weil ich nicht wusste, wie ich es einordnen soll. Ich meine, in dem Alter denkt man nicht drüber nach, was ist das? Ist das echt? Ich habe das meinen Eltern erzählt, weil ich einfach auch Schutz suchen wollte. Und die haben das dann am Anfang natürlich erstmal abgetan, als wären das Halluzinationen oder irgendwelche Hirngespinste. Oder als ich habe auch eine Zeit lang schlafgewandelt oder bin schlafgewandelt. Und sie haben dann aber irgendwann mal das dann auch, als ich mehr erzählt habe, haben sie es mir geglaubt. Und da kam dann auch raus, dass meine Mutter mir eben auch erzählt hat, dass sie in ihrer Kindheit oder ihrer Jugendzeit das auch erlebt hat. Dass sie in ihrem Kinderzimmer auch Gesichter gesehen hat oder in der Ecke ihres Kinderzimmers saß eine Person. Ich glaube auch, dass es bei ihr in der Familiengeschichte eben diese Art Veranlagung oder ein erhöhtes Talent dazu gab, was bestimmt schon vor ihrer Mutter in der Ahnenlinie überliefert wurde und bei ihr dadurch eben auch im Jugendalter nie ganz verschwunden ist. Ich habe 6 Geschwister und es ist so, dass wir alle eine Erinnerung im Kopf haben, die nicht möglich ist. Wir haben alle gesagt, wir haben im Kopf die Erinnerung, dass man durch einen Kleiderschrank laufen konnte und dann eine Treppe, wie in einer Burg oder einem Verlies, in den Keller gehen konnte. Und wir haben das unabhängig voneinander unseren Eltern erzählt. Was ich persönlich total verrückt finde und nicht weiß, wie ich es einsortieren soll. Geister oder Gespenster haben die nicht gesehen. Aber dieses Erlebnis, das haben wir scheinbar irgendwie alle im Kopf gehabt, woher das auch immer kommt. Also grundsätzlich ist die Medialität oder auch die ganzen Hellsinne sind
im Grunde ein Stück angeboren. Dass mal einer mehr Talent hat als der andere, ist für mich schon oft vererbt oder eben von einer Generation weitergegeben an die andere. Hat aber für mich auch so ein bisschen was mit eben der Erziehung zu tun, ob jemand ja, als Kind darüber reden darf, ob das ernst genommen wird und nicht abgetan wird mit, oh, du träumst ja nur oder du bildest dir das ein. Und damit, wenn ein Kind eben in dem Vertrauen aufwächst, dass es normal ist oder dass man über all das reden darf und dass es keine Angst macht oder dass man nicht als bekloppt erklärt wird, dann kann sich dieses Talent eben ausbreiten oder man darf es normal entwickeln. Ich finde es eher als normal, wenn man diese Hellsinne hat. Mir wurde auch immer gesagt, das sind Träume oder du hast Hirngespinste oder du hast ein psychisches Problem. Also da kriege ich tatsächlich schon Zustände, wenn mir jemand sagt, das ist ein psychisches Problem, weil ich habe es wahrhaftig erlebt. Ich bin jetzt nicht gläubig oder so, aber ich glaube schon daran, dass es irgendwie so eine Art Zwischenwelt gibt, wo unsere Seelen sind und dass die sich dann auch irgendwo immer einen Ort suchen, wo sie sich noch aufhalten müssen oder wollen. Also ich hatte schon immer große Angst, aber ab dem 11. Lebensjahr dann mit diesem einen Schlüsselerlebnis, das war dann noch mal richtig heftig. Nur da war es so, das war ja der Erste, der mit mir kommuniziert hat und gesagt hat, lass mich rein. Und da wusste ich, okay, das ist kein Hirngespinst, sondern der spricht ja mit mir. Also die wollen ja was von mir. Und ab da habe ich es dann versucht auch anzunehmen. Und dann gab es noch ein Erlebnis, da war eine Frau, ich würde sagen, also die sah so aus, die war dunkelhäutig und die sah so aus wie damals in der Sklaverei, die Hausmädchen quasi, so war die gekleidet. Da war ich so um die 14, 15, die stand direkt an meinem Bett und hat die Hand auf meine Decke gelegt und hat mich total nett angelächelt. Und das war so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, die wollen nichts Böses, das ist was Gutes, was Positives. Ja, und das zog sich bei mir immer weiter. Jedes Mal, wenn ich umgezogen bin, also zum Beispiel bin ich mit 20 ausgezogen in eine eigene Wohnung, dann hat es immer 3 Monate gedauert. Dann war 3 Monate Ruhe und nach 3 Monaten kamen wieder Gesichter, es kamen Menschen. Ich hatte das Gefühl, ich werde angeatmet von der Seite, aber immer im positiven Gefühl. Und ich bin bestimmt 5, 6 Mal umgezogen, also es war tatsächlich jedes Mal wieder. Nach dem Umzug, 3 Monate später, kamen die Gesichter. Ich habe auch versucht, mit den Gespenstern oder Geistern oder Seelen, ich nenne es immer Seelen, mit denen zu sprechen und zu fragen, was kann ich denn für euch tun? Warum seid ihr denn da? Aber Antwort habe ich nie bekommen. Und aufgehört hat das Ganze dann, als ich 26 Jahre alt war. Da bin ich mit meinem Ex-Mann zusammengezogen. In eine gemeinsame Wohnung, beziehungsweise in seine Wohnung bin ich gezogen. Und da habe ich darauf gewartet, dass nach 3 Monaten wieder was kommt. Aber da war dann zu Ende. Da kam dann nichts mehr.